Da sind wir wieder mit letzten Informationen vor dem Anpfiff. Die Borussia aus Dortmund will heute dem Genossen Trent ein Schnippchen schlagen. Noch nie nämlich hat die Mannschaft im Europapokal gegen ein italienisches Team gewonnen, aber das soll heute anders werden. Und das, obwohl die Borussia einige Handicaps zu verkraften hat. Welche, das erzählt Ihnen jetzt unser Live-Reporter Reinhold Beckmann und die Regie hat Volker Weikert. Viel Spaß in den nächsten 120 Minuten. Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren, hier auch auf dem Sprecherplatz. Einige Überraschungen, bis ja vor 60 Sekunden wurde noch gepokert. Erst dann gab es die Mannschaftsausstellung. Wir schauen mal eben ganz kurz hinein in die vom AS Rom. Die Ausländerentscheidung, das war das Wichtige. Und zwar Aldair, Mihailovic und Thomas Hessler. Das heißt, Caniggia ist auf der Bank mit dabei. Im Sturm noch eine Überraschung, dass Muzzi mit von der Partie ist. Er stürmt zusammen mit Rizzitelli. Und nun schauen wir uns das Spiel an. Das ist Flemming Paulsen, zweite Spitze, und das wird Sie sicherlich überraschen, meine Damen und Herren, mit Lothar Sippel. Stefan Schapisa sitzt auf der Bank. Die alten Rückenprobleme, was wurde da nicht gearbeitet, geknetet und massiert in den letzten Tagen? Keine Arbeit als Bodyguard gegen Thomas Hessler, das muss heute per Raumdeckung erledigt werden. Und Knut Reiner! Ja, das war doch ein blendender Einstand, gerade für Knut Reinhardt, im Hinspiel nicht dabei gewesen. Sie erinnern sich, kraftlos ausgepumpt, und dann gab es die Hormonbehandlung. Zunächst beginnt der Meister auf rechts, aber heute gleich vom Beginn an auf links. Piacentini! Au! Oh. Er hat einen Pfund und ist dazu noch ein knallharter Mandecker auf der rechten Seite, normalerweise dafür zuständig, Thomas Hessler den Rücken frei zu halten. So, 1:1 nach Chancen. Der Distanzschuss von Knut Reinhardt, die Antwort von Giovanni Piacentini. Nicht so schlecht, dieser Trick, sich in die Schussbahn zu werfen von Flemming Paulsen. Im Gegensatz zu Ottmar Hitzfeld konnte Bujadin Boskopf, der Trainer, aus den Vollen schöpfen. Knut Reinhardt, durch ist er. Keiner mitgelaufen, aber da kann Paulsen aus dem Rückraum. Riesenchance für Stefan Reuter. Meitzfeld und Co-Trainer Henke. Reinhardt, Sippel. Mit dem Rechten! ...38.500 Zuschauer, mehr dürfen hier laut UEFA-Regelung nicht hinein. Am kommenden Sonntag sind es ein paar mehr, nämlich 42.000 gegen Eintracht Frankfurt. Stefan Reuter. Natürlich auch einen starken Gegenspieler damit, einer hier. Paulsen. Rummenigge, schönes Anspiel. Schade, schade. Das war endlich mal ein überzeugendes Kombinationsspiel der Dortmunder. So kann es weitergehen. Kämpfen. Den Ball zurückgewinnen und dann gibt es auch solche Freistöße. Zurecht. Spieler in Rom auf dem Betzenberg, der hat es verdient. Kopfball er
Erfolg von Michael Zorc, abgelegt von Rummenigge, möchte man sagen. Und dann aus dem Hinterhalt Michael Schulz. Schauen wir uns das Ding noch einmal an. Viele sagen, der Cervone sei gerade bei flachen Bällen überwindbar. 1:0 für die Borussia gegen AS Rom. Der Ausgleich. Mihajlovic. Da wird bis zum letzten gekämpft und das gibt Gelb gegen Mihajlovic nach diesem Zweikampf gegen Stefan Reuter. Also der gute Mann, zuletzt gegen Cagliari schon des Feldes verwiesen worden, ein paar Tage nach dem Hinspiel. Piacentini spielt den Unschuldigen. Das ist übrigens die Chance, hier haben wir die Foulstatistik. Das ist übrigens die Chance, so hat es auch Ottmar Hitzfeld beschrieben. Sie sind leicht zu erregen, die Römer. Also in die Zweikämpfe hineingehen, wichtige Devise. Schulz wieder vorn. Stefan Reuter! Noch einmal! Kutowski. Na, das macht doch Spaß. Halbzeit im Westfalenstadion. Es läuft alles nach Plan, meine Damen und Herren. Die Borussia führt mit 1:0 gegen AS Rom. Verdientermaßen. Zu Beginn hatten sie noch Probleme, aber dann haben sie immer mehr ihren Rhythmus gefunden, die Dortmunder. Und dank des kämpferischen Einsatzes auch spielerischen Glanz. Alles ist bereit, meine Damen und Herren, zur großen zweiten Hälfte im Rückspiel Viertelfinale UEFA Cup. 1:0 für die Borussia. So, und wir können Ihnen sagen, dass ein neuer Spieler mit dabei ist. Andrea Carnevale. Wir kennen ihn früher aus großen Zeiten bei Neapel mit Maradona und so weiter. Er ist im Team, Roberto Muzzi ist draußen. Das war zu erwarten, weil Muzzi nun nicht gerade der Kopfballstärkste im Strafraum ist. Das hat Vujadin Boskov erkannt. Das zeigt auch, dass die Römer mehr auf Offensive setzen. Davon verstehen sie was, das haben sie immer wieder bewiesen im UEFA Cup. Auswärts, immer getroffen. Aufgepasst, Sippel! Der Ball ist im Netz, ich werde verrückt. Ausgerechnet der Lothar Sippel. Flanke von links von Knut Reinhardt. Sensationeller Kopfball. Da sehen Sie es, die Flanke von Reinhardt. Gegenspieler Garcia steigt überhaupt nicht hoch. Respekt, Respekt, Lothar Sippel. Der Mann ist gerade mal 1,78. 2:0 für die Borussia. Na, jetzt wackelt hier die Fußballhütte. Da darf getanzt werden. Tja, ausgerechnet Lothar Sippel hat immer gesagt, ich muss noch mal eine Chance bekommen. Aufgepasst, aufgepasst, alle hier. Sie wissen, meine Damen und Herren, ein Anschlusstreffer, ein 1:2 würde alles wieder umsonst wirklich für nichts aussehen lassen. Oh, da sehe ich die gelbe Karte. Giovanni Piacentini, auch er würde
sollte AS Rom sich noch für das Halbfinale qualifizieren können, zunächst gesperrt sein. Eisenharter Mann, diese Spielanalyse brachte hervor, dass er im Hinspiel die meisten Fouls leistete. Keine Frage, das wird auch sicherlich eine gelbe Karte geben, da bin ich ganz sicher. Und aufgepasst, da ist sie. Michael, das bedeutet auch Ausschluss für das Halbfinale, zumindest für das Hinspiel. Zweite Gelbe in diesem Wettbewerb, er merkt es gerade selbst, Sie sehen es an seinem Gesichtsausdruck. Hässler, Benedetti, aufgepasst, Pfosten und Kutowski. Wir schauen uns noch einmal den Freistoß von Hässler an. Sie sehen es, da wäre der Stefan Kloß nie rangekommen. Gegen Schulz, da sind sie wieder beide. Au, au, au. Michael Schulz, Vorsicht, Vorsicht. Es gibt jetzt Einwurf, sagt der Schiedsrichter. Schauen wir nochmal hin. Au, Herr Grondel, à la Bonheur an dieser Stelle. Tolle Entscheidung, richtig gesehen. So, jetzt wieder aufgepasst. Benedetti, der Mann, der Blonde mit der 5 ist wieder mit dabei. Da ist er. Kloß. Hässler. Carnevale. Immer früh tackeln. Vorcheckung. Perfekte Art. Kein Foulspiel. Simpel schnell ausspielen. Pausen. Kann kein Abseits sein. Cervone draußen. Au, 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 au. Zum ersten Mal nach 1966 wäre damit die Borussia im Halbfinale eines europäischen Pokalwettbewerbs. So, die Ecke tritt Rummenigge. Michael Schulz auf dem ersten Pfosten. Da ist es! Lothar Sippel. Ich hatte gedacht, den würde er noch weiter drücken können. Stefan Reuter. Paulsen! Oh! Kinder der Außenpfosten. Piacentini gegen Kutowski. Immer noch Piacentini. Giannini. Rizzitelli. Hässler. Kloß! Bravo, Stefan Kloß. Eigentlich prädestiniert für die Rolle von Bodo Schmidt oder Michael Schulz, aber da hat er halt Günter Kutowski vorgezogen und das auch zu Recht. So, und hier singt die Fußballoper des Ruhrgebiets. Ole, 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 aber noch sind einige Minuten auszuhalten, durchzustehen. Eine Minute noch bis zum Halbfinale, liebe Zuschauer. Und Flemming Paulsen auf dem Weg zum 3-0. Oh. Jetzt gibt es noch mal eine kleine Auseinandersetzung. Flemming Paulsen, denke an das Halbfinale. Da wirst du gebraucht. Mihailovic. Glückwunsch zu dieser prächtigen Leistung. Und jetzt hinüber zur Südtribüne, dort, wo die Fans warten. Und ein noch seligerer Stefan Kloß. Der Freudensprung im Dutz mit Stefan Reuter. So schön kann Fußball sein. Wir sind gleich wieder für Sie da.